BMW Motorrad baut mit der neuen F900 XR die beliebte Mittelklasse im Adventure-Sportsegment weiter aus. Mit einer aktiven und dennoch entspannten Fahrhaltung ist die neue F900 XR bestens fürs Touren und Reisen geeignet. Eine Frontverkleidung mit verstellbarem Windschild vereint sportliche Optik und guten Fahrerschutz. Sitzbänke in unterschiedlichen Höhen sowie die optionale Tieferlegung ermöglichen die Anpassung an die individuelle Körpergröße. Einzigartig in der Mittelklasse ist das serienmäßige BMW Motorrad Connectivity Paket mit der Möglichkeit, während der Fahrt komfortabel zu telefonieren, Musik zu hören oder zu navigieren. ABS und ASC sind serienmäßig mit an Bord. Zudem gibt es zwei Fahrmodi, Rain und Road. In der neuen F900 XR sorgt ein Zweizylinder-Reihenmotor mit 77 kW 105 PS für ausreichend Fahrspaß. Zudem profitiert die neue F900 XR vom Technologietransfer aus der Oberklasse. Adaptives Kurvenlicht, Keyless Ride oder intelligenter Notruf stellen einzigartige Angebote dar. Wenn man von einem sportlichen Motorrad kommt, ist man natürlich erstmal gespannt, wie sich so ein etwas höher gelegtes Motorrad in den Kurven verhält. Gewöhnt ist man, dass das auf den letzten engen Spitzkernen bei Alpenpässen die Motorräder hier schneller sind als die Sportmotorräder. Schauen wir mal, ob mir das auch gelingt und wie es vorwärts geht. Der neue Dynamic Roadster F900R bietet ebenso sportlichen Fahrspaß, spielerisches Handling und einzigartige Ausstattungsmöglichkeiten, verpackt in einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Preis für die F900 XR liegt bei 11.400 Euro und bietet viele Features gegen Aufpreis. Der Roadster F900R startet hingegen schon bei 8.800 Euro. Ja, so hätte es noch 2 Stunden weitergehen können. Also, nachdem die Straße und die Reifen warm wurden, wurde mir dann auch immer wärmer und die engen Kurven kann man mit dem Ding wirklich gut fahren. Also, würde jetzt behaupten wollen, mit meiner Doppel-R bin ich nicht schneller unterwegs.